Viele Christen bitten Gott um sein Eingreifen in ihrem Leben, dass er Dinge verändert, dass er negative Türen schließt, Türen, durch die negativer Einfluss kommt, die einfach schädlich für uns sind, und dass er neue, positive Türen für uns öffnet. Und sie beten und sie glauben und sie erwarten etwas und vielleicht geschieht ein kleines bisschen und auf einmal ist es wie blockiert. Auf einmal ist es wie blockiert. Die alte Tür mit ihrem negativen Einfluss, die schließt sich nicht. Oder die neue Tür, durch die wir Gutes erwarten, die öffnet sich nicht richtig. Es ist wie blockiert. Ich denke, du kennst diese Erfahrung. Und für mich ist ein Türkeil zu einem interessanten Bild geworden. Ich habe hier einen Türkeil, der ist sogar verziert mit einem Gänschen, also ganz niedlich und nett. Aber dieser Türkeil hat einfach den Effekt, dass er die Tür aufhält. Und wenn jetzt so ein Türkeil in der Tür steckt, dann kann man die Tür fast nicht bewegen. Und je mehr man drückt in Richtung des Keils, desto mehr verkeilt es sich und desto weniger bewegt sich die Tür. Und dabei ist es egal, ob man die Tür auf- oder zumachen will. Wenn der Keil an der entsprechenden Stelle drinsteckt, kann ich die Tür fast nicht bewegen. Ich kriege sie weder zu, noch kriege ich sie andersrum auf. Und so kann ein ganz kleiner, vielleicht unscheinbarer Türkeil, ohne solch eine Verzierung hier, dafür sorgen, dass Dinge, die Gott uns geben will, blockiert sind. Weißt du, wir lesen in der Bibel, in Galater 5, wo Paulus über die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes spricht, folgendes. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Und dergleichen, das heißt, die Liste geht weiter. Die Liste geht sogar fast unbegrenzt weiter. Dinge, die negativ sind. Dinge, die nicht gut für dich sind und du weißt, dass sie nicht gut für dich sind. Ist da vielleicht Streit irgendwo in einem gewissen Bereich in deinem Leben? Oder ein bisschen Neid? Ja, sind da irgendwelche Sachen, wo du eifersüchtig bist oder zornig bist? Wo du einfach nicht so lebst, wie du weißt, dass Gott es gerne möchte? Ich will dir was sagen. Diese kleinen Dinge sind solch ein Türkeil, der den Segen Gottes verhindert oder der verhindert, dass eine negative Tür geschlossen wird. Weil da ein Keil drin steckt, weil da etwas ist, was es verhindert, dass diese Tür bewegt wird. Und das können allerlei negative Dinge sein. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das Reich Gottes nicht erben werden, das heißt, dass sie in den Verheißungen, den Segnungen des Reiches Gottes, dem, was Jesus für uns errungen hat, nicht wirklich hineinkommen. Dass sie darin nicht wirklich leben. Das heißt, da ist etwas, was es verhindert, dass sie in das volle Maß dessen hineinkommen, was eigentlich ihr Erbteil ist, was eigentlich ihnen zusteht. Warum? Diese kleinen Dinge, diese kleinen Sünden, diese Blockaden verhindern, dass wir in das volle Maß dessen hineinkommen, was Gott für uns hat. Und das darf nicht sein. Du bemühst dich vielleicht schon lange, eine negative Tür in deinem Leben zu schließen. Frag mal den Herrn, wo der Türkeil ist, der verhindert, dass du die Tür zukriegst, je mehr du dich auch bemühst, sie zuzumachen. Vielleicht ist da irgendeine kleine Sünde, eine kleine Gewohnheit, eine kleine Sache, die du weißt, dass du sie schon längst sein lassen sollst oder bereinigen sollst und die verhindert, dass du weiterkommst im Glauben. Paulus schreibt hier weiter, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Ich glaube, wir alle wissen genau, was damit gemeint ist. Die Frucht des Geistes und die Werke des Fleisches.
Die Werke des Fleisches sind die Dinge, die negative Türen offen halten und segensreiche Türen geschlossen halten. Deshalb, mit des Herrn Hilfe, bitte darum, dass du diese Dinge entfernen kannst. Bitte darum, dass du die Keile aus den Türen herauskriegst, damit der Segen strömen kann und damit negative Türen in deinem Leben geschlossen werden können. Ich glaube, Gott hat viel, viel mehr für dich. Und mancher Türkeil ist vielleicht nett verziert und sieht ganz lieblich aus. Wenn du weißt, der muss weg, damit du weiterkommen kannst, dann nichts wie raus damit. Lass dich nicht aufhalten von Dingen, auch die dir lieb geworden sind, die du vielleicht magst. Wenn du weißt, dass sie eine Blockade sind für das, was Gott für dich hat, dann weg damit. In dem Sinne, Gott hat viel mehr für dich.